Es ist 18 Uhr, dann wird es wohl höchstens Zeit für die Ergebnisse vom Splatfest. Ich bin etwas nervös, aber mal schauen. Okay. Vor den Neuigkeiten hat Marina noch etwas für uns. Wie? Was? Im Moment habe ich nur leichte Panik. Na, die Ergebnisse vom Splatfest sind noch da. Sehen Sie? Ach so, ja, also die Ergebnisse vom Splatfest sind da. Jetzt bin ich gespannt. So, dann schauen wir zuerst mal, welches Team am beliebtesten war. Finden wir es heraus. Mal schauen. Aber ich habe so das komische Gefühl, es waren mehr vorwärts als bei rückwärts. Na, war klar. Aber was nicht, ey. 72%. Alter, ist ja richtig heftig. Okay. Das... Es hat aber trotzdem nichts mit dem Sieg zu tun, welches Team halt gewonnen hat. Aber trotzdem schön zu sehen, dass mehr vorwärts als rückwärts genommen haben. Das ist sehr gut. So, jetzt ist es wichtig. Jetzt ist es wirklich wichtig. Soll ich wirklich drücken? Ich weiß nicht. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Hä? Oder zählen die Stimmen auch? What? Euer Ernst? Was? Als ob? Warte, hä? Warte mal. Warte. Zählen die Stimmen überhaupt mit? Weil so richtig habe ich das nicht so blicken können. Also, ich will erstmal sehen. Okay, die Stimmen zählen auch. Alter, ich dachte schon, ey. Alter, ich dachte schon. Ich hätte gedacht, wir hätten jetzt im ersten Mal unentschieden, aber die Stimmen zählen auch mit dazu. Ich dachte jetzt schon. Alter, ich hätte jetzt wirklich gedacht, das wäre zum allerersten Mal ein Unentschieden. Alter. Okay. Puh. Doch nochmal die Kurve gekriegt. Wir haben den gesunden Inkling-Verstand verteidigt, was sonst? Jetzt ist keine Rolle mehr sicher. Die Bäder werden vor Papier überquellen. Die einzigen Gewinner sind die Katzen. Ihr habt uns zum Untergang, verdammt. Marina, beruhige dich. Es gibt nur zwei Katzen in den Kurbelis. Zwei. Alles wird gut. Du hast ja recht. Und noch habe ich Zeit, mein Bad zu sichern. Wer beim Splatfest dabei war, bekommt seinen Preis auf dem Inkopolis-Platz. Oh. Ja, gut. Ich war auf den ersten Moment so richtig dämlich. Oh, scheiße. Okay, dann ist ja alles gut. Weil ich hab's jetzt auch nicht so richtig gebickt, aber die Stimmen zählen ja halt dann, okay, dann doch mit dazu. Dann haben wir doch gewonnen. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, das wäre ein Unentschieden, Alter. Richtig dämlich. Richtig dämlich, wirklich. Ja. Und ich hab mich noch privat, das war noch die letzte Stunde, noch habe ich noch ein paar Runden gespielt und ja, dann würde ich sagen, beim nächsten Online-Part machen wir dann mit dem Camp Pluviator weiter. Und ja, das war's von den Ergebnissen. Wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, ich muss wieder mein Shirt wechseln, das ist ein bisschen doof, das war wie jetzt bei Splatoon 1 genauso, das ist so lächerlich. Aber, na okay, gut, dann würde ich sagen,
bis zum nächsten Mal und ciao Leute, macht's gut.